Da, wir fahren in den Urlaub, wir fahren in den Urlaub. Oh, Mario, ich freue mich ja so darauf, endlich mal wieder einen Urlaub genießen zu können. Ja, Peach, geht mir genauso. Wie gut, dass uns diese Hotelinhaberin eingeladen hat. Da freue ich mich so sehr drauf, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Oh, Toad, kannst du nicht etwas vorsichtiger fahren? Wir werden ja ganz durchgeschüttelt. Meine Haare kommen ganz durcheinander. Ah, und der Ball ist weg. Oh, guck mal, Luigi schläft. Was? Wer hat mich geweckt? Sind wir schon da? Oh, Polterpinscher, hast du mich erschreckt? Ist das unsere Einladung? Lass mich doch nochmal einen Blick darauf werfen. Sarah Schreck, Hotelinhaberin, lädt uns alle, mein Bruder Mario, Peach, die Toads, mich und natürlich dich, mein guter Polterpinscher, zu einem Urlaub ein. Ich weiß gar nicht, womit wir das verdient haben. Und oh, schau mal da, Polterpinscher. Das ist ja märchenhaft, traumhaft. Dieses Hotel ist ja noch viel schöner, wie ich mir hätte vorstellen können. Ah, wir sind endlich da, Mario. Ah, ja, Peach. Ah, die Fahrt hat mich ganz schön müde gemacht. Toads, bringt sofort der Prinzessin ihr Gepäck. Ja, machen wir. Das ist aber ganz schön viel und ganz schön schwer. Oh, komm, Polterpinscher. Gehen wir mal uns etwas die Beine vertreten und in das Hotel einchecken. Mal schauen, ob es drinnen genauso fantastisch aussieht wie draußen. Und warte auf mich. Oh, ist das nicht der Wahnsinn? Und dazu ist der ganze Urlaub noch kostenlos. Das wird bestimmt ein wunderschöner, unvergesslicher Urlaub. Hallo? Mario? Peach? Oh yeah! Ah! Oh, das ist ja mal eine unbeschreiblich schöne Eingangshalle. Und schau mal, Polterpinscher. Da haben sie unsere Gesichter zum Empfang aufgemalt. Marios, Peaches, meins und vom Roten Tod. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich mich freue. Hi, great. Oh, dieses Hotel ist riesig, Luigi. Was für ein Riesenglück, dass wir diesen Aufenthalt gewonnen haben und eingeladen wurden. Ich gehe mal einchecken. Klingeling. Oh, herzlich willkommen im Hui Hotel. Seid ihr bereit zum Einchecken? Ja, sind wir. Liebe Gäste, willkommen in meinem Hotel. Mein Name ist Sarah Schreck. Ich bin die Inhaberin dieses Hotels. Es freut mich wirklich so sehr, dass ihr meiner Einladung gefolgt seid. Gehen wir doch gleich mal zu den Zimmern. Eure Reise muss anstrengend gewesen sein. Um das Gepäck wird sich das Hotelpersonal kümmern. Es ist wirklich ein einzigartiges Personal. Bei Witz gehört das selbstverständlich zum Service dazu. Genauer gesagt bekommen Witz ein erstklassiges Rundum-Paket. Gehen wir. Hachi! Na, dann gehen wir mal der Hotelinhaberin nach. Bitte sehr, in den Fahrstuhl, meine lieben Gäste. Wir fahren zu eurem Zimmer. Ihr seid im 5. Stock und bekommt die luxuriösesten Zimmer. Hier sind wir. Kommt, folgt mir nach. Die Zimmer von Peach, Luigi und Mario sind links. Für die Toads haben wir Zimmer rechts reserviert. Ich wünsche euch einen angenehmen Aufenthalt. Er wird sicher absolut unvergesslich sein.
Bye bye. Bis später, Mario und Luigi. Bis später, Mario. Bis später, Bruder. So, Polterpinscher. Gehen wir uns mal unser Zimmer anschauen. Ist direkt neben dem von meinem Bruder. Oh, wow. Ein erstklassiges Schlafzimmer. Schauen wir uns doch zunächst mal ein wenig um. Ein Schrank. Mal schauen, was da drin ist. Ah, was ist das? Was tut denn so ein Spielzeug in meinem Kleiderschrank? Das hat mich ja wirklich erschreckt. Sicher noch von den vorherigen Mietern. Das Bett sieht wirklich einladend aus. Da werden wir gleich drauf zurückkommen. Schauen wir uns noch den Sessel an. Tisch. Da ist ein Telefon. Eine Lampe. Das Badezimmer fehlt natürlich noch. Polterpinscher, du bist ja schon wieder vor mir hier. Ja, lass mich auch einmal abschlecken, guter Junge. Das WC. Ui. Und das Waschbecken, Badewanne. Wunderbar, alles genauso wie es sein soll. Nun, bevor wir das Hotel erkunden, sollten wir uns vielleicht zuerst einmal aufs Ohr legen. Oh, was war das? Da hat irgendwas erschreckt in der Schublade. Dann räume ich mal meine Sachen noch aus. Da musste noch ein gutes Buch drin sein. Ah, meine alte Taschenlampe. Oh, die werde ich hier wohl sicher nicht gebrauchen. Dann werde ich noch ein kleines bisschen lesen, bis mir die Augen zufallen. Komm, mach's dir gemütlich, Polterpinscher. Dann lesen wir mal ein bisschen. Oh, ich träume etwas Schönes. Oh, ich träume von einem wunderschönen Urlaub, in dem alles schön friedlich ist. Oh, was war das? Polterpinscher? Habe ich geträumt? Habe ich etwa gerade geträumt, dass ich Peach habe schreien hören? Zum Glück habe ich meine Taschenlampe griffbereit. Und ich dachte, ich würde sie gar nicht brauchen. Jetzt habe ich etwas Angst bekommen. War das jetzt nur ein Traum oder war das die Wirklichkeit? Komm, wir gehen mal vorsichtig hinaus auf den Flur nachschauen. Oh. Was ist das? Was ist das für ein Licht, für ein Wabern? Das sieht ja alles mehr als ungewöhnlich und mysteriös aus. Zum einen ist es Nacht, aber irgendwie fühlt sich alles viel schauriger und gruseliger und unheimlicher jetzt an. Wow, eine große Spinne. Mario? Mario? Mario, wo bist du? Wo ist mein Bruder nur? Diese Uhrzeit schläft er doch für gewöhnlich, so wie jeder andere auch. Na, sein Kleiderschrank ist schon mal leer. Da ist keine Schreckgestalt drin. Wo? Irgendwie wirklich ist hier alles sehr unheimlich und vor allem mache ich mir Sorgen um Mario. Hier sieht es nämlich so unaufgeräumt aus, dass man meinen könnte, hier hätte ein Kampf stattgefunden. Das sieht nicht gut aus, überhaupt nicht. Mario! Mario! Da bleibt mir nur im Zimmer der Prinzessin nachzuschauen. Prinzessin, darf ich hereinkommen? Prinzessin Peach?
Einige ihrer Koffer sind da. Aber sie scheint... Fledermäuse. Sie scheint nicht in ihrem Bett zu sein. Schauen wir mal in den Schrank. Oh. Da kommt auch irgendwas zum Vorschein. Oh. Was haben die hier für Spielzeuge eingebaut? Und vor allem, wo ist die Prinzessin? Ich wusste doch, dass ich sie habe schreien hören. Es war, so befürchte ich, keine Einbildung. Ein Totenschädel passt doch überhaupt nicht zu Prinzessin Peach. Nun, wo kann sie sein? Oh, da kommt jemand mit dem Fahrstuhl hoch. Vielleicht haben sich Mario und die Prinzessin nur etwas zu trinken geholt. Und alles klärt sich gleich. Ein bisschen mulmig ist mir aber schon. Was ist die Hotelinhaberin? Sarah Schreck? Was kann die jetzt wollen in diese Uhrzeit? Hallo, Luigi. Unser am meisten geschätzter Witz. Ich war gerade auf dem Weg zu dir. Ist mit deinem Zimmer alles in Ordnung? Die Einrichtung ist der letzte Schrei, nicht wahr? Ach, ich bin richtig aufgeregt. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viel es mir bedeutet, dass du da bist. Da liegt die Frage auf der Hand, warum das wohl so ist. Es gibt da jemanden, den ich um alles verehre, der mich inspiriert. Und der, von dem ich ein riesiger Fan bin, möchte dich gerne sehen. Ganz genau dich, Luigi. Hoffentlich bist du bereit. König Buhu. Überraschung, Luigi. Dieser alte Kauz hatte mich ja eingesperrt. Aber wie du siehst, bin ich entkommen. Die Hotelinhaberin weiß meine Arbeit zu schätzen. Und deswegen hat sie mir geholfen zu entkommen. Und nun kann ich auf meinen Rachefeldzug gehen. Meinen Rachefeldzug erkläre ich gerne. Ich banne deine Urlaubsbegleiter und dich in Bilder. Ach, Luigi, es wird schon bald alles vorbei sein. Schau dir nur an, was ich mit deinen Freunden und deinem Bruder gemacht habe. Muhaha, wie gefällt dir das? Absolut umwerfend ist das. Ach, und für dich ist auch schon alles vorbereitet. Halte still, Luigi. Dann ist alles schnell vorbei. Hier ist der Bilderrahmen, den ich für dich vorgesehen habe. Bleib doch stehen! Oh, das werde ich nicht tun, du gemeiner Kerl! Oh, im Moment kann ich nichts weiter tun. Ich muss einfach... Oh, ich muss irgendwie versuchen, vor diesem Riesengespenst zu entkommen. Ich muss verduften, aber wohin? Die Zimmer sind alle Sackgassen, da komme ich nicht weiter. Oh, ein Schacht. Ein Schacht, ein Essensaufzug. Es bleibt nichts anderes übrig. Er kommt immer näher mit seinem Bilderrahmen. Es gibt nur diesen einen Ausgang. Zum Glück passe ich da gerade so rein. Ist er groß genug für mich? Und rein. Ich bin erst einmal entkommen. Aber jetzt muss ich Mario, Peach und die Toads befreien. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das anstellen soll. Das wird sicher ein langes, gruseliges Abenteuer. Und ich habe keine Ahnung, wie das ausgehen wird. Oh, was ist da so kalt und nass? Polterpinscher? Bist du das? Oh, ist ja gut, ist ja gut. Mein Junge, ich bin wieder wach. Ich bin dem Riesenkönig Buhu entwischt fürs erste Mal. Und anscheinend bin ich hier unten im Keller gelandet. Da muss ich mich erstmal umsehen. Ich kann auch immer nicht begreifen, was da geschehen ist. Dass Mario, Peach und die Toads in Bilder gebannt wurden. Zum Glück konnte ich verhindern, dass mir das auch passiert. Und, was ist da gerade umgefallen? Ja, und zum Glück kann ich sagen, dass ich meine Taschenlampe mitgenommen habe. Denn so kann ich hier im Dunkeln wenigstens etwas sehen. Polterpinscher, schon doch meine Nerven mal etwas. Ich bin doch eh schon so aufgeregt. Kann man ja wohl verstehen, oder? Jetzt muss ich irgendwie einen Weg finden. Hinauf. Oder noch besser, ich muss etwas finden, das mir dabei helfen kann, meinen Bruder und meine Freunde zu befreien. Aber ich kann mir gar nicht so richtig vorstellen, was das sein soll.
Ohr? Hm, das hier sieht interessant aus. Ein altes Fahrzeugohr! Polterpinscher! Lass mich schon wieder fast zu Tode erschreckt! Hör doch auf damit jetzt! Endlich! Jetzt schauen wir doch mal, was in diesem alten Fahrzeug noch befindet. Oh! Wie cool ist das denn? Der Schreckweg! So nenne ich ihn. Der Schreckwegsauger, mit dem ich auf die Jagd nach den Gespenstern gehen kann. Wenn ich ehrlich bin, möchte ich trotzdem nicht auf die Jagd nach Gespenstern gehen. Hier wird schon ganz mulmig, wenn ich nur daran denke. Jetzt probiere mir doch erstmal den Schreckweg aus. Aha. Mit A kann ich jemanden blenden. Wie zum Beispiel dich, Polterpinscher. Danke, dass du dich als Testobjekt zur Verfügung stellst. Oho, mit ZR kann ich saugen. Ja, komm her, Polterpinscher, komm hinein, mein Staubsauger. Ja, du weißt ja, dass das nur zum Üben war. Du bist ja kein Wichsgespenst. Und mit ZL kann ich jemanden wegsaugen. Und dann bleibt noch ZL und ZR. Und das gibt einen schönen Stammsprung. Juhu! Ich glaube, ich habe mir alles merken können und damit bin ich nun gewappnet, das Hotel zu erforschen. Du gehst schon mal vor, Polterpinscher? Okay, ich werde dann nachkommen. Bleibt mir ja nichts anderes übrig. Am liebsten würde ich die Beine unter den Arm nehmen und dieses vermaledeite Geisterhotel weit hinter mir lassen. Ich bin nämlich in Wahrheit gar nicht so der mutige Held. Aber für meinen Bruder Mario und meine Freunde werde ich natürlich alles tun. Zunächst erforschen wir mal diese Garage hier. Da liegen überall versteckte Gegenstände rum. Oh, Juwelen. Sind die nicht schön als Sammelobjekte? Oh, Ratten! Die machen bestimmt Schaden. Die wollen mich beißen oder sonst was. Die sauge ich auch mal ein. Und Goldstücke. Wer weiß. Vielleicht kann ich irgendwo und irgendwann noch ein Upgrade für meinen Schreckweg kaufen oder so. Könnte doch sein. Auf jeden Fall erforschen wir diesen Raum mal komplett und nehmen alles mit, was uns vielleicht nützlich sein kann. Und was sich nied- und nagelfest ist. Zum Beispiel noch mehr Goldstücke. Das sagen wir auf jeden Fall nicht nein. Wow. Stammsprung, der ist wirklich sehr hilfreich. Dieser Sprung ebenso wie das Saugen und das Wegblasen. Nun, ich glaube, das Allermeiste habe ich hier schon gesehen. Gehe ich mal da links weiter. Oh, da hinten. Oh, noch der Gold in der Kiste. Das hätte ich mir gar nicht träumen können. Ich bin ja schon fast reich. Aber hier komme ich erstmal nicht weiter. Da ist ein Gitterzaun, die Tür ist geschlossen. Naja, heben wir uns das auf für ein andermal. So, gehen wir über den Flur mal weiter. Da muss doch irgendeine Möglichkeit kommen, das nächste Stockwerk zu erreichen. Aha, da ist ein Schalter an der Tür. Den leuchten wir mal auf. Und schon öffnen sich die Tür. Juhu! Das war doch mal ein kleines Erfolgserlebnis. Hier ist außerdem ein Fahrstuhl. Aber der scheint irgendwie außer Betrieb zu sein. Oder zumindest in diesem Stockwerk, ganz unten im Keller, nicht zu funktionieren. Saugen und saugen noch ein bisschen. Wir wollen ja nichts vergessen. Und dann gehen wir mal in den nächsten Raum. Ah, jetzt wieder so an dem Automaten ein Knopf zum Blenden. Und schon kommen jede Menge Schätze heraus, die ich, wie gesagt, vielleicht noch einmal brauchen kann. Hinter der Treppe ist auch immer ein gut geeignetes Versteck.
Spinnweben. Igitt. Die hat sie aber auch überall. Weg damit. Und eine Kiste mit noch mehr Geld. Falls wir das Abenteuer irgendwann lebend überstehen und uns dann nicht gerade im Bilderrahmen befinden, können Mario und ich und meine Freunde das Geld vielleicht auch noch ausgeben. Die Treppe ist blockiert, da machen wir doch einen Stammsprung. Und schon ist der Weg ins Erdgeschoss frei zugänglich. Das Problem ist, ich weiß nicht, wo sich dieser König Buhu befindet und was mich hier sonst noch erwartet. Auf jeden Fall ist die Atmosphäre jetzt hier weitaus gruseliger als zu Beginn, als wir das Hotel betreten haben. Überall große Bilder. Pflanzen in den Ecken. Da kann ich nicht viel ausrichten. Der Fahrstuhl scheint auf dieser Ebene auch nicht zu funktionieren. Oh, was haben sie da gemacht? Die haben unsere schönen Bilder ruiniert. Die haben unsere Gesichter durchgestrichen von Mario, Peach, dem roten Toad und mir. Das soll wohl heißen, dass sie davon ausgehen, dass sie uns alle erwischt haben. Oh, was ist das denn? Ist das ein Geist? Ein Geist mit einem Bohrer. Und noch ein Geist. Und das Schlimmste ist, ich glaube, die Geister haben uns gesehen. Ich hab's doch gewusst. Was tue ich jetzt? Jetzt sind ja auch noch unsichtbare Gitter. Ich komme nicht weg. Schreck weg, Schreck weg. Jetzt ist deine Stunde da. Oh, ich muss die Geister einsaugen, einsaugen, einsaugen. Und bam, bam. Ich schlag euch auf den Boden. Ja, Unholde. Geh zurück in meinen Staubsauger. Aber die Gitter sind noch nicht weg. Das heißt, da oben ist noch einer von diesen Geistern und gleich noch einer. Zwei gegen einen, das ist überhaupt nicht fair. Aber zum Glück habe ich meinen Schreck weg. Aua! Jetzt hat der Geist mir was angetan. Das tat weh. Zur Strafe blende ich dich. Saug dich zu mir. Nein, es hat nicht geklappt. So leicht ist es auch nicht. Ich versuch's nochmal. Ich blende dich. Saug dich ein. Jetzt habe ich dich. Und haue dich auf den Boden. Und auf deinen Kumpanen drauf. Bam. Und jetzt ist nur noch ein Geist übrig. Holderpinscher, geh aus dem Weg, dass ich dich auch noch treffe. Und, puh. Alle Geister sind in meinem Gespensterstaubsauger drin. Puh, ich habe sie alle eingesaugt und unschädlich gemacht. Das war meine erste Begegnung in diesem unheimlichen Schloss mit Gespenstern von König Buhuma abgesehen. Immerhin habe ich es gesehen, dass ich mit meinem Schreckweg etwas gegen sie ausrichten kann. So, jetzt bin ich erstmal hinter dem Tresen. Der unheimliche Empfangschef, der Kerl kam mir gleich so komisch vor, ist nicht mehr da. Jetzt sauge ich mal alles an, was ich bekommen kann. Da ist wieder so ein Blendknopf. Und was passiert? Oh, wieder so ein Juwel. Ich sammle gerne so schöne Juwele. Ich habe doch eben unten im Keller schon eins bekommen. Jetzt habe ich hier auch noch eins. Und das sieht ja wie ein Schlüssel aus. Und zu jedem Schlüssel gehört normalerweise ein passendes Schlüsselloch. Und eine Tür. Und vielleicht komme ich auf diese Weise meinem Ziel wieder ein kleines Schrittchen näher. Allerdings ist das Hotel so riesig groß. Ich darf gar nicht daran denken, dass ich das noch komplett erforschen soll. Und muss, wenn ich meinen Bruder befreien will und auch die anderen retten will. Aber erstmal gehe ich daran, auch diese Etage zu erforschen. Weil vielleicht kann ich auch hier noch etwas Nützliches finden. Ja, bitte? Wer war das am Apparat?
Komisch, merkwürdig. Dieses Bild erscheint mir verdächtig und ungewöhnlich. Na, ich sag mal munter weiter. Bäm! Ha, das macht ja schon ein bisschen Spaß mit den Kürbissen durch die Gegend ballern. Aber eigentlich ist mir nicht zum Lachen zumute. Dazu ist die Angelegenheit viel zu ernst. Wer will schon in ein Bild gebannt werden? Da ist es bestimmt fürchterlich eng drin. Da kann man die Beine gar nicht ausstrecken und so. Jetzt probiere ich doch nochmal, ob ich mit diesem Bild etwas anfangen kann. Hm, hat nicht geklappt. Dann gehe ich mal vorsichtig die Treppe hoch. Da oben hat dieser Geist gestanden und ja, in diese Tür passt der Schlüssel, den ich gefunden habe. Jetzt bin ich mal gespannt, was ich als nächstes vorfinde. Hoffentlich keine Gespenster. Also offen gestanden, mag ich keine Gespenster. Nein, das ist Polterpinscher. Du hast Professor Igitt gefunden. Professor Igitt hat mir letztes Mal geholfen, die Gespenster zu bezwingen. Und er hatte die Gespenster und auch König Uhu sicher verwahrt. Und jetzt haben sie ihn auch gefangen. Professor, können Sie mich hören? Geht es Ihnen gut? Wie kann ich ihn nur aus diesem Bild befreien und wieder ins Leben zurückholen? Bestimmt könnte er mir sehr behilflich sein. Naja, im Moment kann ich hier wohl nichts weiter tun. Also laufe ich mal weiter die Gänge ab. In der Hoffnung, dass ich irgendetwas finde, um den Professor zu retten. Ich darf nichts unversucht lassen. Irgendwo könnte sich etwas befinden, das mich der Lösung meines Problems näher bringt. Ich muss nur bedächtig und vorsichtig vorgehen, damit die König Uhu und dieser schaurigen Hotelbesitzerin, dieser Sarah Schreck, nicht schon wieder in eine Falle laufe. Was ist das für ein Raum? Sieht aus wie ein großes Ankleidezimmer von irgendjemandem. Ah, da ist ein Tresor mit einem Leuchtstoff. Vielleicht ist da was Gutes drin. Ja, das habe ich auch auf dieser Ebene. Ein Juwel. Falls es jemand bis nach Hause schaffen sollte, stelle ich die in meine Vitrine. Was haben wir hier noch? Geld, Geld und noch mehr Geld. Wow. Na, bisher konnte ich das ja noch nicht ausgeben. Wobei ich da schon eine Idee im Hinterkopf habe. Nämlich Professor Igitt, falls ich ihn retten kann. Der war Geld gegenüber noch nie so abgeneigt. Und seine Empfindungen, die mir schon gute Dienste geleistet haben, sind ja auch nicht gerade günstig. Ziehe ich mal noch an den Kleidern rum, okay. Na, und dann verlasse ich den Raum wieder. Was könnte sich im nächsten Raum befinden? Der ist abgeschlossen. Aha! Dann brauche ich wieder einen Schlüssel. Nun, der könnte sich natürlich überall befinden. Na, hier bei der Pflanze ist schon mal nichts. Da muss ich mal schauen, ob ich noch in einen anderen Raum gehen kann. Hier hinten geht es nicht weiter. In der Mülltonne war auch nichts drin. Irgendetwas habe ich übersehen. Oder ist da ein Raum, in dem ich noch nicht war? Nein. Dann bleibt nur das Zimmer von eben. Das muss doch ein Geheimnis birgen und ich werde es lüften. Jetzt bin ich mal gespannt, was sich noch alles in diesem Zimmer befindet. Irgendetwas muss ich zuvor übersehen haben. Ich brauche doch diesen Schlüssel. Oh, Geld. Geld kann man nie genug haben. Aber ich brauche diesen Schlüssel, um in das verschlossene Zimmer zu gelangen. Und das Geheimnis muss in diesem Raum versteckt sein.
Ich kann es aber bisher einfach nicht finden. So sehe ich auch beim Schreck weg, Staubsauger herumpuste und sauge. Ich habe einfach noch nichts gefunden, was mir weiterhelfen kann. Wenn nur mein Bruder hier wäre. Mario ist ja so viel klüger als ich. Er hätte garantiert schon längst etwas gefunden, was uns weiterhelfen kann. Hinter den Kleidern ist auch nichts. Mache ich die ganzen schönen Kleider kaputt. In dem Tresor war ich vorhin schon gewesen. Aber irgendetwas stimmt nicht. Irgendetwas habe ich übersehen. Vielleicht befindet sich hier in der Ecke noch was. Ich habe so ein bestimmtes Gefühl. Und aha! Ich blende einfach mal diese Wand und da geht etwas auf. Ja, da ist der Schlüssel. Oh, ich Dummerchen. Hätte ich nur zuvor schon an der hinteren Wand in den Spiegel geschaut, wäre mir dieser Leuchtknopf doch gleich aufgefallen. Jetzt muss ich nur noch hoffen. Was ist das? Was ist das? Gespenster! Oh nein! Polterpinscher, wo bist du? Hilf mir doch! Ich bin allein gegen mindestens zwei Gespenster. Und die haben mich auch noch eingesperrt. Oh! Aber nur hier wirklich zeigen! Bam! Bam! Auf deinen Kumpel drauf! Aber es ist doch nicht vorbei. Die Gitter sind immer noch zu. Ich blende wieder. Mittlerweile habe ich den Dreh schon etwas besser raus. Und ich schlag euch windelweich. Oder wie man bei Gespenstern sagt. Puh, das war doch recht kurz und schmerzlos. Und jetzt probiere ich mal den neuen Schlüssel aus. Siehe da! Die Tür öffnet sich und ein weiterer unheimlicher Raum. Oh, Ratten! Ratten! Nein! Die kann ich ja überhaupt nicht verknusen. Zumindest nicht, wenn sie mich beißen wollen und ausgehungert sind. Jetzt muss ich wahrscheinlich auch in diesem Raum. Ah, Polterpinscher. Da bist du wieder, mein guter Junge. Oh, ein Safe. Was verbirgt sich dahinter? Es ist. Na, was denn schon? Irgendwas ertaste ich da. Das ist. Ein Aufsatz für meine Taschenlampe? Das stecke ich gleich mal drauf und ich habe ein farbiges Licht. Oh yeah! Ein Licht, das Dinge in bestimmten Gemälden real werden lässt. Wie abgefahren ist das denn? Ja, da kommt echtes Geld aus einem Bild heraus. Mann, das ist ja mal ein wahnsinnig tolles Feature, oder wie man sagt. Und es wäre doch gelacht, wenn ich das nicht auch einsetzen könnte, um Professor Igitt aus seinem Gemälde zurückzuholen. Denn wir erinnern uns, der Professor wurde ja ebenso wie Mario, Peach und die Toads von König Boohoo und der Hotelbesitzerin in ein Bild gebannt. Noch so ein Bild. Kann ich das auch zum Leben erwecken? Nein, das ist einfach nur ein Bild. Also die Lampe funktioniert nicht bei allen Bildern, sondern nur bei bestimmten. Na, in der Zwischenzeit sammle ich mal noch ein bisschen Geld. Und wenn es hier nichts mehr zu holen gibt. Oh, noch mehr. Dann verlasse ich den Raum wieder. Jetzt müssen wir nur vom Flur einmal rechts abbiegen. Ich hoffe, ich erwarte uns da jetzt keine spukige Überraschung. Nein, immer noch nur das Bild des Professors. Und dann probieren wir es mal. Professor, ich geht, da ist er ja. Was ist passiert? Ich fühle mich so. So geblättet, wie wenn ich die ganze Zeit platt gewesen wäre in einem Bild oder so. Luigi! Da haben wir dich doch! Was hat dich denn hierher verschlagen? Egal!
Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, das zu besprechen. Die Hauptsache ist, dass du hier bist. Hier lang, Luigi. Du musst mich hier rausbringen. In diesem Hotel wimmelt es vor Geistern. Ergreifen wir die Flucht. Was sagst du da? Deine Urlaubsbegleiter wurden ebenfalls gefangen? Und jetzt darfst du sie nicht im Stich lassen? Oh Mann, komm schon. Du hast dich echt nicht geändert. Also gut, ich bin zwar nicht begeistert, aber ich, Professor Igitt, werde dich unterstützen und dir helfen. Beginnen wir mit dem Wichtigsten, Luigi. Wir müssen zurück zu meinem Auto. Der neue Schreckweg, den du da trägst, ist schon einmal eine gute Hilfe. Komm schon, wir müssen den Weg in die Tiefgarage finden. Okay, Professor. Ich glaube, an den Weg kann ich mich noch erinnern. Hey, Luigi, sieh dir das nur an. Mit dem Aufzug erreichen wir die Tiefgarage im 0,0. Also, auf geht's. Luigi, ich habe doch gesagt, den Aufzug nehmen. Ach so, ja. Ich war so auf den Weg fixiert über die Treppe, den ich vorhin genommen habe. Aber gut. So hängen da eigentlich überall Bilder von mir. Als Steckbriefe. An der Wand. Die muss ich doch rasch noch beseitigen. Nicht, dass mich die Geister noch direkt wiedererkennen oder so. Ach, Luigi. Verdrödle keine Zeit und ruf den Aufzug. Ja, aber hier fehlt eindeutig der Knopf. Wie kann ich... Oh, Stammsprung? Luigi, sieh doch mal. Das ist Gold und zwar jede Menge. Das ist nicht zu verachten. Ganz bestimmt finden wir noch eine Verwendung dafür. Na gut, Professor. Ich habe auch schon etwas Gold gesammelt. Aber jetzt funktioniert erstmal der Aufzug. Na los, komm schon. Fahr uns runter in die Tiefgarage. Was zum... Da hat jemand alle Aufzugsknöpfe entfernt. Was geht hier eigentlich vor? Dem Mysterium müssen wir uns später noch widmen. Jetzt drück erstmal den Aufzugsknopf für das Untergeschoss. Also gut. Immerhin, da scheint ja zu funktionieren. Es hat nicht den Anschein, als würden deine Urlaubsbegleiter im Keller gefangen gehalten. Das heißt, irgendwann später wirst du wohl die Aufzugsknöpfe finden und damit nach oben fahren müssen in dem Hotel. Aber dazu später. Oh je, ich darf gar nicht daran denken, was ich alles noch tun muss. Aber nichts wird mir zu viel sein, um Mario, Peach und die Toads zu retten und zu befreien. Komm schon, keine Müdigkeit vorschützen, Luigi. Weiter geht's. Nun, hier ist der Eingang in die Garage. Oh. Oh. Der Pagengeist. Oh. Luigi, du musst etwas tun. Ja, Professor. Ich werde schon etwas tun. Irgendwann, irgendwie. Oh, hat er mich, glaube ich, gesehen. Und der sieht aus, als wäre er etwas gefährlicher als die bisherigen Spitze. Oh, der wirft Sachen nach mir. Einen Koffer und noch einen schweren Koffer. Wenn er mich damit erwischt, kann er mich ganz schön übel verletzen. Und natürlich sind wieder Gitter um den Raum herum. Aber ich will ja auch nicht verschwinden. Ich will ihn lenken und dann fangen. Oh, er ist mir entwischt. Der Geist ist wirklich wesentlich gefährlicher als die anderen. Lenken, hat mich gedacht. Aber du drückst mich deinen Koffer auf mich, du Ja, jetzt habe ich ihn, ich habe ihn. Und ich kann ihn schlagen. Bam, bam, bam. Aber der hat immer noch einiges an Leben. Er ist noch nicht besiegt und vor allem ist er unsichtbar. Da bewegt sich ein Koffer in meiner Richtung. Das heißt, denn nein, geht nicht. Er schützt sich auch noch mit dem Koffer. Ich muss warten, bis er ihn geschleudert hat nach mir. Und jetzt kann ich ihn senden. Oh. Hab ihn. Und batsch, bau. Batsch! Bau! Das macht richtig Spaß, wenn man es kann.
Aber wo ist er jetzt schon wieder? Oh, er ist direkt hinter mir, hinter mir. Luigi, pass doch auf. Ja, Professor, ich weiche schon aus. Hoffentlich. Und ich blende ihn noch einmal. Das müsste jetzt aber reichen. Saugen, saugen, saugen. Schreck weg. Schnapp ihn dir. Puh. Der Pagengeist, oder wie auch immer sein Name ist, wurde aufgesaugt. Puh, und der Raum ist wieder sauber. Jetzt sieh nur mal da, Luigi. Da hat der Geist doch tatsächlich zwei Aufzugsknöpfe ausgespuckt. Das sind definitiv welche. Wer hätte gedacht, dass der Geist sie verschluckt hatte? Aber es sind nur zwei. Da müssen wohl irgendwo noch weitere Geister mit Aufzugsknöpfen sein. Nun, das soll uns aber jetzt nicht kümmern. Gehen wir zuerst einmal zu meinem Auto. Ich möchte dir etwas sehr Interessantes zeigen. Okay. Ich steck mir die Knöpfe so lange mal ein. Aber was kann in einem Auto schon noch so Spannendes drin sein? Polterpinscher, benimm dich. Hier ist mein guter alter Wagen. Und er birgt noch einige Überraschungen. Zum Beispiel das hier. Das hier? Wie kann uns so ein kleines Teil denn schon helfen? Kleines Teil, pah! Ich werde dir gleich zeigen, wie klein dieser Gegenstand ist. Halt mal schön Abstand. Ich platziere ihn hier auf dem Fußboden. Ich aktiviere ihn. Und bleib gefälligst zurück, Luigi. Und... Oh, Wunderwerk der Technik. Aber was ist das denn? Aus diesem kleinen Objekt ist ja ein kompletter Raum geworden. Oder was das sein soll. Komm mit rein, Luigi. Hier ist die Tür. Ich kann es nicht glauben. Dieser Professor überrascht mich doch immer wieder. Wow. 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 Komm näher, Luigi. Ich zeig dir mal, was sich hier drinnen alles verbirgt. Wie hat das alles in dieses kleine Objekt reingepasst? Willkommen in einem Labor. Dieses transportable Labor ist voll klimatisiert, einbruchsicher. Und ich wusste auch immer, dass ich es noch einmal gebrauchen würde. Nun zunächst einmal meine Geschichte. Ich wurde von einer Person, die sich als Inhaberin dieses Hotels ausgegeben hat, eingeladen. Und dann hat mich die Dame hintergangen und ausgetrickst. Nun, das Ganze war natürlich nur eine Falle. Ich wurde in ein Bild gebannt und danach hat man meine komplette Geistersammlung gestohlen. Und nun sind leider alle Geister weg, auch König Buhu. Dass ich ihn verloren habe, geht mir echt unter die Haut. Er war das Prunkstück meiner Sammlung. Was? Professor Buhu schwebt frei in diesem Hotel rum? Oh nein, diese Hotelinhaberin, die muss ja völlig verrückt sein. Luigi, du bist unsere einzige Hoffnung. Auch wenn unsere Chancen ganz schlecht sind, hol mir meine Geistersammlung zurück. Den ersten Schritt hast du bereits getan und einige Geister gefangen, Luigi. Vor allem solltest du also immer schön weitere Geister fangen. Aber mir geht es doch vor allem darum, meine Freunde zu retten. Ich meine, meinen Bruder Mario, Peach, die Toads. Die wissen schon. Oh, ach ja, natürlich, du musst ja deine Freunde retten. Daran hatte ich gar nicht gedacht. Aber wenn du durch das Hotel gehen willst, musst du ja ohnehin gegen Geister kämpfen und sie fangen. Nun, ich gebe dir noch ein Hilfsmittel. Die Virtual Woo, wie ich sie nenne. Ein Hightech-Gerät, das dir besondere Hilfe leisten kann. Über dieses Gerät kannst du jederzeit mit mir Kontakt aufnehmen. Ich nenne es einfach VB. Denk daran, ab und zu einen Blick auf den VB zu werfen. Und schon wirst du mit mir sprechen können. Als erstes solltest du diesen Detektor im Aufzug anbringen. Was das genau ist und bewirkt, erläutere ich dir später. Erstmal geh zum Aufzug und installier das Gerät für mich. Okay, dann werde ich mal nach draußen gehen.
Jetzt geht das Geisterjagen wohl richtig los.